Herzlich willkommen im Kapitel Pinterest Ads. In diesem Kapitel schauen wir uns im Detail an, wie du am besten Pinterest Ads in deine Online-Marketing-Strategie integrierst. Eine Frage, die uns hier sehr oft von unseren Kunden gestellt wird, ist: Soll ich auf Pinterest überhaupt Werbung schalten? Die Antwort ist relativ einfach. Sollte deine Zielgruppe auf Pinterest stark vertreten sein, solltest du vor allem einen starken Pinterest-Account aufbauen, damit du möglichst viel organischen Traffic erhältst. Da das aber aus vielerlei Gründen schwierig sein kann, kannst du dir mit Pinterest Ads rasch helfen, um hier ohne großen Aufwand deine Zielgruppe zu erreichen. Wesentlich ist für die Entscheidung auch: Wenn du Pins zu deinem Themenfeld findest und vor allem Pinterest-Accounts, die eine hohe Reichweite vorzuweisen haben, dann bist du bestimmt gut beraten, auf Pinterest Werbung zu schalten. Auch hier rate ich dir natürlich, eine Pinterest-Kampagne von einem Profi aufsetzen zu lassen. Solltest du aus finanziellen Gründen die Kampagne selbst aufsetzen wollen, empfehle ich dir die E-Learning-Plattform von Pinterest selbst, die Pinterest Academy. Oder du schaust dir zu diesem Thema ein möglichst aktuelles und umfangreiches YouTube-Tutorial-Video an. Oder du suchst nach einem aktuellen Tutorial-Artikel. Kommen wir nun zu einer weiteren wichtigen Frage, die uns sehr oft gestellt wird. Welche Möglichkeiten gibt es, bei Pinterest Werbung zu schalten? Pinterest bietet dir hier 5 verschiedene Ad-Formate für deine Werbeanzeigen an. Promoted Pins, Promoted Video Pins, One-Tap Pins, Promoted App Pins und Promoted Karussell Pins. Schauen wir uns nun die 5 Anzeigenformate mal im Detail an. Punkt 1: Promoted Pins. Promoted Pins sind die Standardanzeigen auf Pinterest. Diese bieten dir die Möglichkeit, einen normal geteilten Pin, den du veröffentlicht hast, zusätzlich auch zu bewerben. Dieser Pin wird dann nicht mehr nur auf deiner Pinnwand und deinen Abonnenten organisch angezeigt, sondern auch den Nutzern, die deinen Kanal noch nicht abonniert haben. Wem dein Promoted Pin ausgespielt wird, lässt sich zum Beispiel über die Eingrenzungen der Interessensgruppen festlegen, über Keywords, welche du selbst einstellen kannst. Folgenden Tipp habe ich hier noch für dich. Bei den Keywords ist es bei den Pinterest Ads ähnlich wie bei Google Ads. Du kannst Teile deiner Google Keywords für deine Pinterest Ads Kampagnen nutzen. Punkt 2: Promoted Video Pins. Promoted Video Pins bieten dir die Möglichkeit, Videos auf Pinterest zu bewerben. Mit einem professionellen und ausgefallenen Video kannst du die Aufmerksamkeit auf dein Unternehmen ziehen und erreichen, dass dein Video von anderen Nutzern sogar verbreitet wird und so deine eigene Reichweite dadurch natürlich enorm gesteigert wird. Dein Video kann sogar bis zu 30 Minuten lang sein. Nach unserer Erfahrung liegt der beste zeitliche Rahmen aber bei ca. 15 bis 45 Sekunden. Längere Videos sind nur dann sinnvoll, wenn sie einen enormen Mehrwert bieten und das Interesse deiner Zielgruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit so stark trifft, dass sie sich ein längeres Video anschauen. Überlege dir, wie du deine Zielgruppe überraschen kannst. Bei Promoted Video Pins ist es auch wichtig zu wissen, dass diese automatisch abgespielt werden, wenn Nutzer beim Scrollen auf das Video stoßen. Der Ton ist dabei allerdings ausgeschaltet, was bei der Produktion des Videos ebenfalls beachtet werden sollte. Wird das Video dann ausgewählt, erscheint es auf den Mobilgeräten im Vollbild, also der Standardbreite. In der dann eingeblendeten Videoanzeige kannst du beispielsweise einen Link zu deiner Webseite einbinden. Punkt 3: One-Tap Pins. Diese Pins sehen auf den ersten Blick wie die bereits vorgestellten Anzeigenformate 1 und 2 aus, sprich Promoted Pins oder Promoted Video Pins. Beim Klick auf die Anzeige öffnet sich allerdings dann nicht die Standardbreite des angeklickten Bildes, sondern man wird direkt auf die Webseite oder den Online-Shop des Werbetreibenden weitergeleitet. Punkt 4: Promoted App Pins. Promoted App Pins bieten dir die Möglichkeit, beim Erstellen deiner Anzeige einen Button zu integrieren, der dir ermöglicht, dass deine beworbene App direkt im Store geöffnet, heruntergeladen und installiert werden kann. Die Verwendung dieses Buttons ermöglicht es, deine App zu nutzen, ohne lange danach suchen zu müssen. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzer die App herunterladen, auch sehr, sehr viel höher, einfach weil der Aufwand deutlich geringer ist. Ja, und Punkt 5: Promoted Karussell Pins.
Diese Pins ähneln dem Anzeigenformat des Promoted Video Pins, jedoch gibt es da noch ein paar Unterschiede. Das Video startet nicht automatisch, sondern es ist nur zu sehen, wenn man im eigenen Feed über das Video scrollt. Die Geschwindigkeit, in der das Video abgespielt wird, hängt davon ab, wie schnell oder langsam man dieses Feature nutzt. Am besten lässt sich dieses Tool mit einem Karussell oder einem Daumenkino vergleichen, welches du schneller oder langsamer laufen lässt. Der wesentliche Vorteil an dieser Art von Pinterest Ads ist, dass die Nutzer durch die ja doch ungewohnte Darstellung der Videos aufmerksam gemacht werden und dadurch natürlich auch die Wahrscheinlichkeit ansteigt, dass sie sich dein Video oder deinen Kanal näher anschauen. Zudem ist es sehr wahrscheinlich, dass die Interaktionen steigen werden, da das Karussell öfter angesehen und geteilt wird, was wiederum den Algorithmus von Pinterest positiv für deinen Unternehmenskanal beeinflusst. Ja, und wie erstellst du nun am besten deine Pinterest-Kampagne? Deine Pinterest-Kampagne solltest du dir am besten von einem Profi erstellen lassen. Du findest Profis kostengünstig auf Fiverr oder du kontaktierst ganz einfach unsere Agentur Company for You and Me. Wenn du die Anzeige unbedingt selbst erstellen willst, dann schau dir ein YouTube-Tutorial an, google das Thema und schau dir vor allem das E-Learning von Pinterest selbst an, die Pinterest Academy. Das war's soweit zum Thema Pinterest Ads. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Kapitel zum Thema Twitter Ads.